Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, bevor Amy ihre Vorstellung bekommt, gibt es eine gute Vermittlungsnachricht. Das schwarze Katzenmädchen, vorgestellt am vergangenen Freitag, hat Interessenten gefunden und wird bald aus seiner Gefangenschaft in ein neues Revier umziehen. Dann gibt es keine Langeweile mehr und das Katzenleben ist hoffentlich wieder in Ordnung. Wollen wir die Dobermann-Hündin Amy vorstellen. Am 6. Januar wurde Amy mit ihrem Sohn vom Veterinäramt ins Tierheim eingewiesen. Tierheimleiterin Katrin Mattes sucht für die Hündin Menschen mit Dobermann-Erfahrung. Denn Amy ist nicht gesund. Sie leidet an einer Hauterkrankung, die ihr ganzes Leben unter Kontrolle bleiben muss. Auch in der Arche Noah ist Amy immer in Behandlung. Nähere Informationen über die Hauterkrankung der Hündin bekommen Interessenten von den Mitarbeitern des Tierheims. Die Dobermann-Hündin ist erst 5 Jahre alt. Es wäre für sie sehr schön, wenn sie trotz ihres Handicaps ein neues Menschenrudel fände. Amy ist nämlich eine sehr nette und verträgliche Vertreterin ihrer Rasse. Beim Fotografieren und Filmen im Tierheimfreilauf war zu beobachten, dass Amy eine sehr sportliche und auf Menschen bezogene Hündin ist. Auch ihre Wachsamkeit war deutlich zu erkennen. Amy lebte in ihrem früheren Zuhause nur in der Wohnung und das soll wegen ihrer Hauterkrankung auch so bleiben. Natürlich braucht sie viel Auslauf und Bewegung. Dobermann-Freunde wissen, wie agil und bewegungsfreudig diese Rasse ist. Im Gegensatz zu anderen Tieren ihrer Rasse ist Amy nicht kupiert. Das Beschneiden von Ohren und Schwanz ist in Deutschland verboten. Für Tierschützer ist das eine reine Tierquälerei. Die Einfuhr kopierter Dobermann-Hunde ist leider noch immer nicht strafbar, kritisieren die Tierschützer. Gute Pflege, einen verlässlichen Menschenfreund und durch die Natur streifen. Das wäre das perfekte Hundeleben für Amy. Vielleicht wartet ja schon länger ein Dobermann-Liebhaber auf diese Gelegenheit einer neuen Hundefreundschaft.